Hallo und schön, dass ihr auch heute mal wieder euch ein paar Minuten Zeit für mich nimmt und dementsprechend freue ich mich, euch heute wieder mal einen Panzer zu zeigen, den man gar nicht so häufig sieht, und zwar den T-34-3, hier gespielt von Warhawk 15 auf der Karte Fischerbucht. Und das Besondere an diesem Replay wird jetzt nicht unbedingt sein, dass er hier den dicksten Damage macht, sondern mit seinem mittleren Panzer unterstützt er auch sehr viel, aber da schauen wir mal, ob er das schafft. Und er schreibt auch, dass er gerne seine Mission machen würde und dafür 6000 Schaden in Summe benötigt. Also dementsprechend hat er hier Einladungen rausgehauen. Der Hintergrund des Ganzen. So. Er fährt jetzt hier die Einsatzzweierlinie entlang. Hat sich übrigens da hier der Fracker, der Jagdpanther, hat sich dem angeschlossen. Und auch noch ein weiterer im Jagdpanther. Also, da hat er jetzt dementsprechend Feuersupport. Jetzt schauen wir aber nicht auf die Mission, sondern schauen, was er hier macht. Weil das ist natürlich in erster Instanz mal das viel Wichtigere. Und er spielt hier sehr extrem schon aggressiv. Also hier die Linie so entlang zu fahren, da muss man auch ein bisschen Eier haben. Weil da kann natürlich auch gern mal und schnell ein Gegner kommen. Der T-34-3 ist mit seinem Alpha sehr ordentlich für den 8er Premium, hat man gerade gesehen, am E25 400 Damage. Und da kommt jetzt der Cromwell, da ist er gerade im Reload, weil das ist der Nachteil. Man hat einen sehr langen Reload und eigentlich eine sehr ungenaue Kanone, aber wenn es natürlich der Cromwell so kommt wie hier, da geht es dann deutlich leichter. So, hier scoutet er jetzt den T-40, kann auch dem da schön eine verpassen. Und da der ELC, der da jetzt durchkommt, wie gesagt, Nachlade. Momentum ist nicht auf seiner Seite normalerweise, aber hier den Skoda hat er sehr gut erwischt. Aber der Reload ist sehr lange, die Genauigkeit auch nicht so besonders gut, aber man sieht, man kann dann doch gut einaimen. Und jetzt hat der ELC ihn nur leicht gestriffen. Und dementsprechend hat er hier praktisch schon direkt deutlich weniger Hitpoints. Jetzt hat der ELC die Möglichkeit, hier rumzufahren. Der trollt ihn jetzt sogar so ein bisschen. Auto-Aim hat er aktiv gehabt, hat aber nicht geklappt. Und jetzt auf den Jagdpanther. Der war aber dafür schön getroffen. Der ELC wird es wahrscheinlich gleich nochmal probieren, ihn hier. Ne, der haut jetzt ganz ab. Ist auch sinnvoll. 4 Kills hat er auf jeden Fall schon. Ah, der hat dann Ausdürfte doch nicht so gut geklappt. Und jetzt der ELC. Oh, mit der Wanne mitdrehen. Und da hat er ihn noch erwischt. Da hat der ELC jetzt zu stark probiert. Irgendwann hört es halt dann doch auf. Und jetzt werden hier die Panzer gespottet. Da hat er jetzt gerade schön den Abpraller provoziert vom T-34. Und macht hier auch den Kill klar. Der Motor war zwar kurz kaputt vom T-25, aber direkt repariert. Und schon ist er auch wieder am Start. T-25. Genug lang eingeaimt, dann klappt's auch. Oh, da direkt 2 Treffer. Einmal vorne, einmal Seite. Unschöne Situation jetzt. Ein guter Treffer. So, jetzt bekommt er Gott sei Dank hier Support von seinem Team. Dicker Damage auf den T-44. Und jetzt kann er ihn selber aus dem Spiel nehmen. Muss jetzt hier sich hinter der Leiche vom Emil da so ein bisschen verstecken, dass er nicht wieder vom T-25 so eine drauf bekommt. Und auch den kann er jetzt noch wegfrühstücken. 8 Kills schon. Super Leistung von der Kill-Ausbeute bis dato, muss man ganz klar sagen, läuft's mehr als rund. Die Radley Walters muss man sich auch erstmal verdienen. Und gerade auch das Thema Durchschlag ist vielleicht nochmal zu erwähnen. Jetzt schauen wir uns den Schuss aber noch an.
Nee, der klappt nicht. Durchschlag ist nämlich mit 175 gar nicht so gut und auch mit 250 im Premium-Bereich ist es okay, aber nicht dramatisch. Aber der Schaden eben mit 390, der ist sensationell und hier am CDC kommt man mit jedem Durchschlag der Welt leicht durch. Das schafft es wahrscheinlich sogar ein LoL-Tracker. Kriegt hier auch schon die ersten Applaus. Good job, Warhawk. Er gibt ein schnelles Verstanden zurück, so kann er weiterhin spielen. So, jetzt 12 zu 10 der Stand. Would someone kill that bitch T34-3 already? Ja, der Scooter, der ist nicht so happy, dass der T34-3 so hier abgeht und er entschuldigt sich auch gleich dafür, dass er eine, ja, ich sag's mal ganz salopp, Schlampe ist. Und jetzt hält er sich natürlich ein bisschen zurück, weil er jetzt auch nicht unbedingt hier zerstört werden will. Der Treffer könnte sogar geklappt haben. Immer schwierig zu sagen. Der CDC hält sich da gut hinterhalb. Aber wenn er noch... Ah, schade. Wenn er ein bisschen länger da jetzt gestanden wäre, hätte er ihn da auch rausnehmen können. Ne, der hat nicht getroffen, sonst hätte er nämlich definitiv zerstört. Und jetzt im Rückwärtsgang Richtung T34-3. Er muss auch aufpassen, dass er jetzt am Ende nicht doch der CDC ihn in den Rücken fällt. Da kommt er jetzt super drauf. Und ja, trifft ihn da perfekt. Und die ISO nimmt ihn raus. Da auch wieder sein Spotting, was er da bekommen dürfte. Am Ende der Runde, das kann ich sagen, zu diesem Replay of the Week, hat er über 5000 Schaden unterstützt. Knapp 1000 sogar nochmal geblockt. Und auch nochmal, ja, ein bisschen was gemacht. Also 190.000 Credits gab es für diese Runde. Mit Abzug von Nachmunitionierung und Reparatur sowie auch natürlich die Verbrauchsgüter kriegt er da 157.000 Credits raus. Und da muss man mal wirklich sagen, das ist ein Haufen Holz. So, der T34-3, der gegnerische, der hat gerade die Stellung vom CDC verraten. Auch nicht die feine englische. Gerade weil es auch noch irgendwie richtig war. Ich finde es aber lustig, dass er hier auch immer noch zum Schreiben kommt. Ich wäre wahrscheinlich schon total nervös ganze Zeit. Er wartet jetzt hier, bis das Nashorn da ist. Weil Nashorn ist definitiv kein One-Shot. Da ploppt er wieder auf. Und da nimmt er ihn raus. 9 Kills, 4600 Damage, 2060 Basiserfahrung. Ich glaube, verdient das Replay of the Week mit einem Panzer, den man auch nicht so häufig sieht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen ist gern genommen, Kommentar und Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.